Hallo Welt, da sind wir wieder hier im Starlight Drive-In und wir haben uns fest vorgenommen, wir werden diesmal unser Dach hier fertigstellen in dieser Folge. Aber hatten wir das nicht schon in der letzten Folge uns vorgenommen? Ich bin jetzt nicht so sicher, ich glaube fast ja. Und mir ist ganz spontan eingefallen, was wir hier Schönes hinbauen könnten. Und zwar, wenn es denn klappt. Lasst euch überraschen, die Spannung steigt, Trommelwirbel, Trommelwirbel, Moment, das Ding hier muss weg und das hier muss weg. Ja, warum sollten wir eigentlich nicht auch mal so langsam eine neue Technik nutzen, die uns Bethesda hier geschenkt hat, halbwegs, naja, war nicht ganz kostenlos, also die haben schon eine Kleinigkeit dafür bekommen, aber es war doch für die Masse wieder an Sachen, die man bekommen hat, so gut wie geschenkt. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, wo ist der Eingang, wo ist der Ausgang und vor allem, wie hoch ist das Ganze? Wie hoch muss das Ganze sein? Das sieht doch schon wunderbar aus. Wenn wir das so hier anbringen. Was ist das? Was ist das? Es ist ein Drei-Etage-Aufzug. Drei-Etagen-Aufzug. Oh, und er guckt etwas rüber. Ja, so sollte es dann auch nicht sein. Wir werden uns hier nochmal das so ein bisschen anpassen gleich. Obwohl, Moment. Wir werden einfach das Dach etwas höher ziehen. Und dann sollte das hier schon passen. Ich meine, so ginge das auch. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich Aufzüge gibt. Vielleicht nehmen wir doch einen kleineren. So einen. Also ich glaube nicht, dass es Aufzüge gibt, die wirklich durch ein Glasdach oben rausgucken. War das jetzt im Spiel oder war das jetzt hier irgendwo? Das hat gerade ziemlich heftig gebollert hier irgendwo. Ich denke mal, es war im Spiel. Okay. Ja, da passt nur der große rein hier. Das kann aber irgendwie nicht sein. Dann müssen wir das hier doch nochmal abnehmen, bitteschön. Und gucken wir mal, was wir hier so noch machen können damit. Okay, das wäre zu niedrig. Das wäre hier viel zu hoch, wie es aussieht. Ja, und nach wie vor, dieses hier könnte reinpassen. Na, dann müssen wir doch wieder nach unten. Aha. Das war jetzt nicht so geplant, aber als ich das hier so mir angeguckt habe und mir überlegt habe, ja, wofür soll hier diese Brücke, diese wunderschöne Glasbrücke denn überhaupt gut sein? Da ist mir eingefallen, wir haben noch keinen Fahrstuhl bisher ausprobiert und wir sollten das mal tun. Eine Energieversorgung wäre schon mal nicht schlecht, damit wir ungefähr sehen, wie hoch kommt das Ding denn. Oh, dann müssen wir jetzt Kabel ziehen, bis hier rein. Wo ist denn hier nochmal? Das war unten. Irgendwo musste das unten mit Energie versorgt werden. Ich sehe jetzt gar nicht diesen Pinöppel da. Moment. Wir ziehen einfach mal ein Kabel und... Ach, hier ist das. Oh, sehr schön. Ja, da können wir doch mit Sicherheit hier durch die Wand, also wir können hier mit Sicherheit irgendetwas hinbauen, wo wir das Kabel durchbekommen, hier vielleicht. Ja, lassen wir das erstmal auf, um... Ah, das ist ziemlich weit alles da unten. Um hier... Ja, okay, es soll erstmal nur funktionieren. Feinarbeit kommt noch. Das heißt, funktionieren soll es mit zum Beispiel, ja, diese Leitungen, von denen ja oft behauptet wurde, oder zumindest
Habe ich irgendwo gelesen, es sollen Wasserleitungen sein? Nein, das sind natürlich Leitungsknotenpunkte, es ist Energie. Da bin ich mir fast sicher und wir versuchen das jetzt mal hier auch einzubauen und zu benutzen. Wobei, wie man sieht, können wir nicht so viele Teile davon aufbauen. Hier haben wir Leitung, Energieabstrahler. Es steht nicht wirklich dabei, was dieses Teil jetzt kann. Aber das mit dem Licht sieht ja auch ganz gut aus, ne? Die sehen alle ganz gut aus, aber wir können nicht so viele davon bauen. Jetzt frage ich mich, sollen wir am Boden entlang oder lieber oben entlang? Beides wäre schön, gleich schön. Ich denke mal, diese Wasserleitungen können wir vielleicht unten anbringen. Hier haben wir einen Leitungswechsler. Ja, das müssen wir alles nochmal genau ausprobieren. Dann brauchen wir aber sehr viel mehr Material. Das heißt, wir werden, bevor wir hier an die Leitungen gehen und die etwas komplexeren Schaltungen hier, davor werden wir natürlich dann erstmal wieder einkaufen gehen müssen. Jetzt soll es aber erstmal reichen, wenn wir hier eine Leitung legen, zum Beispiel so auf dem Boden. Und dafür benötigen wir vielleicht schon so etwas hier. Ja, ich glaube gar nicht, dass es so viel bringt, denn wir werden dann wahrscheinlich eins von diesen, wirklich von diesen Leitungen hier anbringen müssen. Nun, ein ganz kleines Stück probieren wir aber dennoch mal aus. Aber das sieht schon nicht uninteressant aus und ich bin gespannt, was sich daraus so alles machen lässt. Ja, was nehmen wir denn jetzt? Ja, vielleicht so eins hier. Aha, ja, okay. Ach, Moment mal, da sind ja auch diese Teile, die gehen ja teilweise sogar durch die Wand, habe ich gesehen. Da sind doch Teile bei, die durch die Wand gehen von diesen Wanddurchführung hier, Wanddurchführung, genau. Das wäre doch genau das, was wir benötigen hier. Ja, aber funktioniert das so? Das müssen wir jetzt mal, müssen wir das jetzt ausprobieren? Oder wollen wir ganz schnell den Aufzug mal angeschlossen bekommen? Dann ist hier oben, irgendwie läuft das da oben ins Leere. Naja gut, wir versuchen das jetzt mal hier eine Wand reinzustellen. Nehmen wir mal wieder eine Betonwand erstmal. Und ich denke, ja, es könnte hier reinpassen. Sehr schön. Wanddurchführung, da haben wir sie. Und warum das hier oben? Naja gut, da kann man das nochmal weiterleiten und durch andere Wände. Wir werden es rausfinden, was es damit auf sich hat. Jetzt müssen wir erstmal nach draußen und von draußen natürlich gucken, ob wir das da oben jetzt irgendwie verbunden bekommen. Sieht man das von hier? Oh ja, das sieht man, sehr schön. Und wir sind zu klein. Nein, wir kommen da dran. Ja, nicht ganz. Moment, Moment, Moment. Ja, das gefällt mir, diese Wanddurchführungen. Das ist eine super, super, super Idee. Das hat uns vorher schon immer so ein bisschen gefehlt. Und wie sieht es aus? Es braucht hier immer noch Energie. Vielleicht ist es doch jetzt so einfach nicht, wie wir das gebaut haben. Vielleicht muss man hier doch noch irgendwie was anderes machen. Oder wir haben, generell haben wir, glaube ich, zu wenig Energie hier. Oh, Moment, das können wir doch herausfinden. Energie 106, das müsste ja eigentlich reichen. Also die Teile da oben bewegen sich. Dieses Energieteil funktioniert auch. Dieses auch. Da drüben haben wir keine Energie. Aber dieser Wanddurchführer sollte jetzt versorgt sein mit Energie.
Oder da muss erstmal Wasser angeschlossen werden. Ja, kann ja sein. Ich glaube nicht. Nein, nein. Hört nicht auf mich, liebe Welt. Ich sabbel nur. Dummes Zeug. Aha. Ja, ist ja auch egal. Das da soll jetzt nicht unser Problem sein. Diese zwei... Ach doch, ja klar. Die Hunde, die wollen ja auch irgendwie mal raus. Oder rein. Oder beides. Ja, versuchen wir doch mal hier vielleicht an der Häuserwand entlang. Dann macht es vielleicht auch ein bisschen Sinn, hier noch ein bisschen was aufzubauen. Ach, hier haben wir noch einen eingelagert, so einen kleinen. Ja, vielleicht reicht der ja schon. Wenn wir den erstmal hier oben drauf stellen. Es scheint so, als könnte es reichen. Ah, und jetzt kommt hier keine Energie an. Okay, wir haben dann doch zu wenig. Die Baumaschinen benötigen wohl zu viel Energie. Jetzt frage ich mich gerade, ob wir denn hier noch einen Energiegenerator aufbauen. Hier knattert es ja sowieso schon die ganze Zeit so geräuschvoll vor sich hin. Da oben ist der Generator. Das gefällt mir eigentlich nicht so gut. Vielleicht stellen wir, wenn wir überhaupt können. Können wir überhaupt noch einen großen hier aufbauen? Ja, wir können 3 Stück sogar noch aufbauen. Ja, dann bin ich fast dafür, dass wir einen Generator hier direkt in das Gebäude reinbauen. Vielleicht irgendwo oben drauf, vielleicht in diesem, ja, ich sag mal, Fabrikbereich, das so wirklich aussieht, ein bisschen wie eine Fabrik. Ich freue mich schon darauf. Da drüben ist geplant, auf jeden Fall in dieser Ecke dort, eine lange Fabrik mit mehreren Etagen eventuell zu bauen. Also hier entlang die Autos wahrscheinlich dann weg. Das werden wir mal sehen, wie wir die wegbekommen. Notfalls verschrotten wir die 2, 3 Autos dort. Aber schöner wäre es, wenn man die zur Seite bewegen könnte ein wenig. Versuchen wir und dann sehr lang hier bis hinten hin wahrscheinlich. Und da kommt ein richtig echtes Fabrikgebäude hin. Ich freue mich schon darauf. Nur die Materialien. Wir brauchen mehr Material. Und die fehlen eben. Ja, das ist nun mal so. Das kann man nicht ändern. Jetzt frage ich mich, oben in der Ecke hätte ich vielleicht ganz gerne hier so einen Energiegenerator schon stehen. Versuchen wir das doch mal, ob der da... Ja, hinpassen wird er. Oh, das haben wir hier schon mal gut gemacht, dass wir hier nicht drüber kommen. Und Hangman's Alley wird angegriffen. Ja, aber die haben richtig gute Verteidigungssysteme. Da dürfte es da nichts passieren. Also wir haben auf der einen Seite die Powerrüstung, da kommt sowieso keiner dran vorbei. In die Siedlung dürfte also gar keiner kommen. Und auf der anderen Seite, da haben wir noch in Hangman's Alley die ganzen Geschütztürme, da ist ziemlich viel. Der einzige ungesicherte Ort dort, das ist der Weg Richtung Diamond City. Da ist noch so eine kleine Tür. Das könnte sein, dass da einer durchkommt. Aber selbst sobald da jemand um die Ecke guckt, hat er die Geschütztürme MK3, haben wir da, glaube ich, ohne Ende aufgebaut. Und da dürfte eigentlich auch nichts schief gehen. Okay, der Energiewanddurchleiter hier, naja, gut. Scheint zu funktionieren. Es kommt sowieso keine Energie auch bei den Hundehütten nicht an, also müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass wir von diesem Stromgenerator jetzt Energie rüberbringen. Und es wird schon wieder Nacht. Vielleicht können wir hier noch ein Lämpchen anbringen, mal schauen. Ja, in einer Fabrik, kann ich mir vorstellen, kommen doch diese Neonröhren vielleicht ganz gut. Nein, diese nicht, diese hier. Wobei das hier etwas, ja, das könnte etwas dunkel noch sein. Weil wir das wahrscheinlich nicht so hoch aufgehängt bekommen. Das ist schon sehr dunkel. Ja, ja, ja. Natürlich braucht es Energie. Und vielleicht können wir doch hier noch so einen Leiter mal ausprobieren. So eine Stromleitung hier. Und zwar eine, die hier von der Decke baumelt. Oh, mit Licht sogar. Ja, da haben wir doch andere auch noch mit Licht wahrscheinlich, die von der Decke baumeln. Und genau, hier ist so etwas. Mal sehen. Ja, das passt.
Wie man sieht, passt es jetzt hier überall nicht so gut. Ja, machen wir erstmal das Herkömmliche, womit wir uns einigermaßen auskennen. Nehmen wir diese Teile hier. Nein. Diese Teile hier und bringen da etwas an, unter der Decke an. Oder vielleicht direkt hier, wo die Neonröhre ist. Erstmal brauchen wir Licht. Ich sehe hier überhaupt nichts. Oh, ja, das ist nicht allzu hell. Ja, das Licht leuchtet. Mal sehen, ob jetzt draußen unsere Käfige auch Licht haben. Ja, da unten bewegt es sich auch. Also der Strom wird durch die Wand dann weiter nach draußen geleitet auch. Sehr schön, so war es ja auch zu erwarten. Und wir testen jetzt mal diesen Aufzug hier drin. Na gut, wir werden den Boden hier noch etwas angleichen. Das Ganze, wir haben ja die Betonwände genommen, eben aus Materialmangel. Also das Ganze wird hier noch etwas schöner aussehen nachher. Wobei es mich gar nicht so sehr stören würde, wenn wir hier jetzt auf die Höhe des Aufzugs kommen würden. Heißt der Aufzug? Der heißt Aufzug und heißt nicht Fahrstuhl, der Aufzug. Mal sehen, es ist etwas dunkel, ich weiß, ich weiß. Mal sehen, was wir hier so andocken lassen können. Aha, da haben wir doch schon was. Das passt mir schon ganz gut. Das ebenfalls. Und wenn wir jetzt hier noch so ein... Wenn so etwas jetzt auch hier andockt, das wäre auch nochmal sehr hilfreich. Sehr nett. Ja, okay. Okay, nicht so rum. Ja, der Boden. Die Betonteile vertragen sich nicht ganz jetzt mit den neuen Strukturen. Ja, dann nehmen wir doch eine Betontreppe. Die könnte hier für Abhilfe sorgen. Mal sehen, die kleine müsste eigentlich hier reichen, wenn wir so eine nehmen. Nicht ganz, okay, ja, ich sehe, es passt nicht ganz. Nun, wir können ja auch springen. Der Rest kommt später. So, wir versuchen auf jeden Fall mal... Wir testen das mal hier und wir haben 3 Etagen. Fangen mal in die 2. und gucken, wo wir da landen. Aha, wir landen erstmal. Oh, das ist gut. Nein, das ist nicht so gut, aber es ist schon mal gar nicht so schlecht. Also wir landen hier, das gefällt mir schon mal ganz gut. Also da kann man was draus machen. Die Betonplatten kommen hier doch nochmal raus. Die können wir vielleicht nachher ganz gut für die Fabrik verwenden auch. Obwohl dafür werden wir eher dann sofort mit Lagerhausteilen anfangen. Das hier passt perfekt. Das ist richtig gut. Das gefällt mir. Ja, wir kommen also hier oben rein. Das ist faszinierend. Ja, also ich finde es super. Und wir werden höchstwahrscheinlich hier mit dem Dach etwas tricksen müssen. Und das machen wir am nächsten Tag. Wir gehen jetzt... Ups, das war etwas zu tief gesprungen. Wir gehen erstmal nochmal eine Runde schlafen, damit es wieder heller wird. Aber das mit dem Aufzug, ja, Spontaneinfälle sind oftmals dann auch ganz gut. Ja, manchmal sogar die besten Einfälle, besser als alles Geplante, sind diese spontanen Dinge. Ja,
Hätte ich nicht gedacht, dass wir einen Aufzug da reinstellen. Also ein Aufzug sollte ja dran. Deswegen haben wir überhaupt erst angefangen hier mit dem Gebäude, weil ich dachte, da muss was Großes hin, damit wir die Aufzüge mal ausprobieren können. Und ich habe vergessen zu trinken. Ja, dann... Genau, dann können wir mal gucken, ob wir hier vielleicht direkt den Aufzug integrieren, richtig? Mir wäre es allerdings lieber, wenn wir jetzt hier nochmal auf das Dach steigen. Und erstmal hier oben für... Oh ja, das war zum Glück überlebt. Also es war nicht so hoch wie die Abernethy Farm. Dass wir hier oben also für klar Schiff sorgen. Warum war da eigentlich ein Loch? Da müssen wir doch jetzt mal aufpassen. Haben wir denn hier vergessen, irgendetwas zuzumachen? Oder kann man... Hier kann man durchfallen. Aha. Also durch diese kaputten Scheiben fällt man durch. Hier, da ist ein Loch. Wir schaffen es noch. Da ist auch ein Loch. Ja, da ist noch ein viel... Das sind ja überall Löcher. Oh, Mama Mia. Was haben wir uns dabei bloß gedacht? Naja, dann machen wir das anders. Irgendwie müssen wir da aber raufkommen, damit wir... eben auf den Fahrstuhl hier noch etwas draufsetzen können. Dann bauen wir doch hier erstmal so eine Treppe hin. Davon müssten wir doch eine noch eingelagert haben sogar. Ja, ich wollte, eigentlich wollte ich, geplant war zu sagen, dafür müssten wir doch noch genug Material haben, aber brauche ich jetzt gar nicht. Denn es war noch eingelagert eine. So, wir steigen dem hier jetzt nicht wieder aufs Dach, das ist mir zu gefährlich. Wir werden hier jetzt also oben einmal gucken, wie wir mit unseren Glasstrukturen hier weiterkommen, mit unseren Glaswänden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt recht gut klappen wird alles. Das sieht auf jeden Fall so aus, als könnte es sehr gut klappen. Und ich überlege, ob wir oben ein Häuschen, so ein Aufzugshäuschen da hinbauen sollen. Naja, versuchen wir erstmal, das überhaupt hier zuzubekommen. Ja, schwupp, so. Das ist die Frage, ob man hier jetzt nachher überhaupt durchkommt, wenn das so steht. Und ich frage mich, ob wir von hier aus das da hinten zu bekommen noch vielleicht. Ja, so. Ja, hier vorne ist doch schon eins. Da muss doch keins mehr hin. Da, genau. Da noch eins hin und dann oben schön einen Deckel drauf. Ja, aber wie kommen wir jetzt nach da oben? Dann müssten wir erstmal hier noch ein Dach drauf. Wir probieren jetzt... Ah, das können wir auch nicht so gut probieren, weil wir von dieser Seite nicht so gut hier reinkommen. Doch, wir können springen. Ah, wir probieren jetzt... Ah ja, okay, das hatte ich mir schon beinahe gedacht, dass man hier jetzt nicht mehr durchkommt. Und wir werden, ja, mal schauen, was haben wir denn hier so im Angebot. So, das passt alles nicht. Was natürlich gut funktionieren könnte, das wäre, wenn wir zwei von diesen Teilen, einmal links und einmal rechts nehmen würden, so ungefähr. Aber dann müsste das schon in der Mitte sein. Also das hier wird jetzt wahrscheinlich eher nicht passen. Also das passt, wie man sieht. Und ja, man kann auch drunter herlaufen. Nur ist das so schön? Wollten wir das so? Ja, könnten wir machen. Fällt mir gerade mal auf. Das könnte sogar klappen, so. Probieren wir das doch einfach mal. Jetzt hier nochmal ein Schrägdach drauf. Ja, wobei, dann wird das hier ein bisschen schlecht. Nehmen wir das hier auch nochmal weg erst. Okay, jetzt nochmal ein Dach, 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 Dach. Aus Glas, etwas mehr Glas. Nehmen wir mal eins ohne Löcher. Ja gut, das gefällt mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht so. Ja, es ist zu. Es funktioniert auch und man kann drunter hergehen. Also es klappt ja schon. Wow, ich bin begeistert. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, aber das irgendwie mit der Ecke, ja, ich weiß nicht. Nein, das ist so richtig, also fast ja, aber ganz nicht. Nein. Und wenn wir das hier jetzt so ausladend machen ein wenig, also hier nochmal einen dran, da nochmal einen dran, dann könnte ich... Das probieren wir mal ganz schnell. Ja, wir werden also, wie ich das sehe, werden wir doch nicht hier fertig mit dem Dach. Es wird doch noch etwas dauern.
Oh, ja, wenn wir das hier jetzt ausladender machen, dann müssten wir. Ja, das wird schon. Und hier so ein Glasboden rein. Das wäre nochmal super. Aber haben wir ausprobiert, das scheint nicht zu funktionieren. Wir können es ja jetzt nochmal testen, wenn wir das Teil hier rausnehmen. Ob wir vielleicht jetzt hier so ein. Ja, das klappt nicht. Kein Glasboden hier rein, okay. Naja, aber okay, das ist ja auch. Das wäre ja jetzt auch wirklich ein bisschen viel des Guten. Wir gucken mal nach den Böden, dass wir hier den Boden, den wir gerade eingelagert haben, wieder reinbekommen. So. Und dann hier vielleicht noch einen dran. Ja, okay. Da will er nicht dran. Hier will er aber dran. Ja, dann müssten wir dieses Teil da wegnehmen und dann passt auch der Boden wieder hier. Und das ist jetzt so die Frage. Machen wir das jetzt so? Dann müsste das hier wahrscheinlich sowieso wieder weg. Schade, das gefällt mir hier eigentlich ganz gut. Und dann hier oben. Also dieses Teil hier, das gefällt mir so eigentlich schon ganz gut. Und dann, dass es hier drumherum so schön glasig ist, alles. Wunderbar eigentlich. Aber dennoch haben wir. Na, wir müssen hier noch was anderes bauen. Aber wir waren gerade bei Glasdach. Und vielleicht können wir da, bevor wir da jetzt irgendetwas anderes bauen. Moment mal. Doch, da können wir mit Sicherheit noch etwas anderes. Es kommen so viele Ideen auf einmal. Vielleicht nehmen wir erstmal so eins. Das wollte ich unbedingt vermeiden, auf das Glashaus oben so ein Holzding drauf zu bauen. Aber jetzt, da wir es gerade zur Hand haben, nehmen wir das erstmal. Okay, das wird nicht klappen. Das muss wieder weg. Die Idee ist jetzt, dass wir Folgendes machen. Wo sind unsere Glasdächer, unsere Glaswände? Ja, nicht ganz so, vielleicht so hier. Ich glaube, selbst das hier war nicht das, was ich meinte. Na, komm schon, lass dich da doch mal reinsetzen. Will es nicht? Na gut. Dann so. Ja. Was ist denn das? Nein. Das sieht ja. Das passt. Auf dieser Seite passt das. Da könnte man ja gleich sofort eine richtige Wand hier hochziehen. Ah, das ist auch nicht so das, was ich mir vorgestellt hatte. Okay, nochmal zurück zu meiner Vorstellung, die ja durchaus manchmal etwas abstrakt sein kann. Genau. Jawohl. Jetzt haben wir es gleich. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Wir wollten doch mal diese Teile hier dafür benutzen. Dann wird das allerdings so auch wieder nicht hinhauen, wie es mir lieb wäre. Ja, wie machen wir das hier? Also geplant war hier, oh, nicht runterfallen. Was war da? Ja, da hätten wir stürzen können, abstürzen können. Ja, das hier wäre schön. An dieser Seite also so ein Teil. Dann, wie man schon sieht, wie man sieht, ein schräges Dach runter. Und auf dieser Seite ebenfalls. Dann auch ein schräges Dach runter. Moment. Da hätten wir doch so etwas hier. Vielleicht muss dann dieses Teil raus, aber das gefällt mir wiederum ganz gut dort. Ja, wenn das hier schon klappen könnte, an dieser Stelle hier.
Ja, okay. Entschuldigung. Das wird so jetzt nicht hinhauen hier. Oder das? Ja, wir haben noch einen kleinen Denkfehler hier drin. Irgendwie... Nein, 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 das wird so nichts. Ja, so dachte ich irgendwie. Wie können wir das dann bewerkstelligen, dass das hier so bleibt? Dann bräuchten wir hier auf jeden Fall ein Dach drauf. Ein Glasdach. Moment. Ach, jetzt snappt das hier leider nicht an. Das snappt hier an, aber das soll es gar nicht an der Stelle. Das soll, wenn, dann soll es so etwas höher hier. Moment mal. Ah, das ist wieder zu nah. Das müsste... Ah, jetzt weiß ich aber. Haha. Okay, jetzt haben wir es gleich. Wir haben es. So, dann bauen wir nämlich hier eine Seuche drauf. Und jetzt kann das hier drauf. Oh ja. Ja, das kommt dem schon ganz nahe, wie ich mir das vorgestellt habe. Noch nicht ganz vielleicht? Nein, überhaupt nicht. Das sollte ja ein Spitzdach oben sein. Also klappt das so schon mal auch nicht. Oder? Ja, wir können das ja gar nicht in die Mitte bringen, weil das hier ja ein Teil ist. Wir können das ja nicht mittig platzieren. Also wird das gar nicht so funktionieren, wie ich mir das gewünscht hatte jetzt im ersten Augenblick. Aber so hier könnte das... Ja doch, das geht doch auch so. Und so kann man schön da unten gucken und hier gucken. Und haben wir unten etwa etwas rausgenommen? Oh, gefährliches Loch hier schon wieder. Ja, wir haben leider etwas rausgenommen. Oder es war gar nichts drin. Das kann natürlich auch sein. Ja, dann haben wir hierfür doch auch irgendwelche Wände noch bekommen, damit wir so eine Lücke hier schließen können. So etwas. Na, nicht ganz. Andersrum müsste das sein, genau, andersrum. Oder Momento, Momento. Ja, das nicht. Ja, so vielleicht. Und... Ja, okay, dann ist es zwar überhaupt nicht so, wie wir das dachten, aber irgendwie noch schöner, finde ich. Fast so, wie wir das ursprünglich mal hier geplant hatten. Fast so war das mal ursprünglich geplant. Ja, jetzt müssten wir nur noch zusehen, wie wir das hier oben zubekommen. Also auf dieser Seite ist es relativ egal. Es kann von mir aus auch eckig sein oder rund oder alles Mögliche. Da oben muss man ja nicht unbedingt drauf kommen. Also schön, nehmen wir nochmal so einen hier hin. Ach, das gefällt mir hier richtig gut. Ich würde einziehen. Also, wäre die Miete nicht zu hoch, würde ich hier einziehen. Aber es muss noch einiges passieren hier. Das ist diese Ecke. Ich frage mich gerade, ob wir hier nicht doch so ein, so eine Art Balkon hier aus Glas hinzaubern sollen. Ah, besser, nein, besser wäre es. Das ist groß genug. Wir können eine Couch hier schön hinstellen und so. Ein, okay, auf einen lasse ich mich hier noch ein. Von wegen, als mir das jetzt mit der Couch gerade eingefallen ist, da dachte ich, naja gut, für eine Couch, da muss auch ein Tisch
daneben, wenigstens damit man sein Bierchen da drauf abstellen kann. Und ja, dann wäre das so klein. Noch ein Tisch, dann noch ein Sessel und noch irgendwie ein kleiner Tisch, um die Füße mal hochzulegen oder sowas. Nein, 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 nein. Machen wir das lieber so hier schön weiter. Und gut wäre es, ja, sowas möchte ich unbedingt mal verbauen. Ich wüsste auch wie, aber da müssten wir, das können wir ja am Fabrikgebäude später. Da können wir ja sowas mal einsetzen. Aber hier denke ich, bleibt das jetzt erstmal so zu. Da können wir schon mal nicht mehr rausplumpsen hier. Ja, aber irgendwie ein Weg hier nach unten bräuchten wir auch noch. Vielleicht so eine kleine Terrasse, so eine Etage tiefer. Ups. Ha. Na, nicht aufgepasst. Tut mir leid, liebe Welt da draußen. Ihr bekommt jetzt live quasi mit. Oder, naja, im Video auf jeden Fall ungeschnitten. Uncut. Bekommt ihr mit, wie ich den Akku austausche von meiner Maus. Schon geschehen. Das gute Mäuschen. Ja, baba. Hier fällt mir gerade ganz spontan auch noch was anderes ein. Natürlich der Weg nach unten. Ja, das können wir ja immer noch machen. Schön ist es natürlich, wenn das hier auch ein bisschen dicht ist. Ja, so ungefähr. Und jetzt ist mir ganz spontan eingefallen, bei den Dächern, Glasdächern, da könnte noch etwas anderes sehr Schönes hier reinpassen, so etwas. Oh mein Gott, ist das nicht schön? Ist das, das ist doch, das ist viel schöner als das, was ich vorher auf dem Plan alles aufgezeichnet hatte. Bisher. Ja gut, wir sind natürlich jetzt noch nicht durch damit. Wir müssen hier irgendwie noch was zubekommen. Und vielleicht sogar noch was bauen, damit wir oben nochmal eine Etage höher können. Ich weiß gar nicht, warum wir hier so einen Hof gelassen haben in der Mitte. Das wird sich aber noch herausstellen im Laufe der Zeit. Wir werden auf jeden Fall erstmal hier oben vielleicht ein Dach drauf machen. Glas oder nicht Glas? Das ist jetzt die Frage. Ja, nehmen wir mal Glas. Also hier so einen schicken Glasgang. Ich bin nach wie vor dafür, dass wir hier Glas nehmen. Oh nein. Ja, diese Glasdächer, die passen ja nie. Doch. Ah, die Richtung muss stimmen, liebe Welt. Jetzt haben wir wieder was dazugelernt. Okay. Ja, okay, bei Nebel sieht man die Leinwand nicht mehr. Da brauchen wir dann wieder so eine Wetterpatrone, mit der wir sonniges Wetter uns herbeischießen. Ja, das ist cool. Dann weiß ich gar nicht, vielleicht können wir hier sogar schon abschließen. Wir brauchen vielleicht diese Bodenplatte gar nicht mehr. Oder hier könnte ja eine Treppe nach unten hinkommen. Auf jeden Fall sollten wir mal zusehen, ob wir hier vielleicht schon mal die Rundung wieder hinbekommen. Das war ja vorher gar nicht so unhübsch, was hier so stand. War das das? Ich glaube, das war es, ja. Wunderbar, 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 wunderbar. Ja, aber wie bekommen wir das dann hier jetzt so mit der Schräge hin? Unter normalen Umständen hätte ich jetzt gesagt, einfach eine Schräge hinbauen erstmal. Also das Glasdach hier erstmal zumachen. Ja, okay, das passt jetzt nicht hier mit dem Glasdach. Nicht ganz. Und... aber hier kann man doch drunter her. Ja, mit einer Powerrüstung wird man hier wahrscheinlich nicht drunter herkommen. Ja, dann setzen wir das ein, was am Anfang da drin war. Erstmal hier in der Ecke schon mal. Dann müssen wir uns hier vorne andere Gedanken machen, wie wir das zubekommen. Na, was war das? Dieses hier? Ich glaube beinahe. Ja, das sieht doch... nein. Nein. Das müsste genau andersrum sein. Ja, so auch nicht. Aha. Ja, ginge das denn? Das würde
Das passt hier schön rein, ja. So, jetzt müssten wir hier natürlich noch irgendwie was machen, damit man hier so nicht dran stößt, damit man hier auch drunter herlaufen kann. Ich tippe mal auf das Teil hier. Ach, leider nicht, da ist der Balken im Weg. Da müsste man sich dann hier immer ducken. Nein, auch das geht nicht. Okay, das Ding hier ist Quatsch, das passt also nicht hin. Ja, wir bauen uns hier immer sehr abenteuerliche Konstrukte, habe ich so den Eindruck. Ja, aber es soll ja auch nicht alles so Larifari sein. Es soll ja nach was aussehen, wenigstens. Wir wollen ja unseren Spaß dann lange damit auch haben. Und wer weiß, was jetzt noch alles kommt. Das sieht doch auch interessant aus hier. Aha, hier könnte man drunter herlaufen schon mal. Das wäre also teilweise wenigstens schon mal etwas. Allerdings gefällt mir das noch nicht so gut. Das. Ja, aber das würde passen und man kann drunter herlaufen. So eine Art kleiner Pavillon hier. Nein. Dann doch eher so etwas. Aha, aber hier kommt man auch an der Seite nicht vorbei. Ja, dann bauen wir hier eben noch eine Wand hin. Das würde ich jetzt gar nicht mal so schlimm finden, wenn das hier noch so eine kleine Trennwand hätte. Oh mein Gott, die Uhrzeit ruft. Ja, das heißt, wir gehen hier einmal gucken von unten, wie das aussieht, und dann gehen wir hoch schlafen. Ach, da hätten wir doch gleich den Aufzug nehmen können. Ja, schauen wir uns das mal von hier an im Nebel. Ja, das sieht man das jetzt nicht. Da sieht man das jetzt nicht so gut. Pass doch auf, wo du hinläufst. Oder bleib unten. Tut mir leid, Valentine. Du musst doch nicht immer sowas machen. Dieser Nebel jetzt. Ja, das wird schon gut. Hey, General. Hey. Alles gut bei euch? Okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.